Das finde ich nice, vor allem wenn die Energiepreise jetzt steigen. Aber was mich dann wirklich also bewegt, ist die Betriebskostenabrechnung. Das 9-Euro-Ticket, davon profitieren wir gut. Das ist ja gut für mich, weil ich ja doch einen weiten Arbeitsweg habe von 39 Kilometer einfach. Ja, das hat sich gelohnt. Immerhin Kostenersparnis, 180 Euro. Hallo, ich bin Janis, ich bin Praktikant im Willy-Brandt-Haus bei der SPD. Viele Menschen machen sich gerade große Sorgen wegen Inflation und wegen steigenden Preisen. Sicher hast du schon gehört, die Bundesregierung hat deswegen zwei Entlastungspakete in Höhe von 30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Was an Entlastung konkret bei dir ankommen wird, das zeigt dir unser SPD-Entlastungsspot auf unserer Website in weniger als 7 Fragen. Und den möchte ich den Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße jetzt zeigen und dich nehme ich mit. Wissen Sie denn, was Sie an Entlastungen in Anbetracht der Krise, was Ihnen dazustehen würde? Also ich weiß, dass das Gesamtpaket geplant ist, aber was das genau für mich als Individuum oder für den Haushalt bedeutet, das weiß ich nicht. Nein, absolut gar nicht. Eigentlich weiß ich es nicht. Nein, weiß ich nicht. Dann würde ich sagen, finden wir das jetzt mal zusammen raus. Das sind jetzt 7 Fragen. Dann würde ich Ihnen jetzt direkt unseren Entlastungsspot in die Hand geben. Nach 7 Fragen gucken wir uns dann mal das Ergebnis an. Rentnerin, ja. Erhältst du Wohngeld? Nein. Der Grundfreibetrag, der wird erhöht um ca. 300 Euro. Das sind jetzt die Entlastungen, die auf Ihre Lebenssituation zugeschnitten Sie betreffen würden. Ich bin schon erstaunt, dass ich diese Entlastung bekommen werde. Ich habe keine Kinder. Ich fahre Auto, ja. Das 9-Euro-Ticket, davon profitieren wir gut. Das mit dem 9-Euro-Ticket, das könnte man schon für Schüler vielleicht mindestens weiterführen. Ich würde es auf jeden Fall nutzen. Ich habe vor dem 9-Euro-Ticket nicht oft öffentliche Verkehrsmittel benutzt, weil es für mich einfach viel zu teuer war. Ich bin Arbeitnehmerin. Nein. Ja. Huch. Das ist jede Menge. Können wir ja mal durchgehen. Also, Sie werden eine Energiepreispauschale von 300 Euro brutto im September erhalten. Okay, das ist gut. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gar nicht schlecht, ja. Sie hatten angekreuzt, dass Sie ein Kind oder Kinder haben. Ein Kind. Jetzt noch unter 24, ja. Unter 24, das heißt, ja. Da gibt es einen Kinderbonus. Okay, gut. Darf ich dann wahrscheinlich an meine Tochter weitergeben, die freut sich dann. Genau, aber die Fernpendlerpauschale, die wird erhöht. Ja, das ist ja gut für mich, weil ich ja doch einen weiten Arbeitsweg habe von 39 Kilometer einfach. Hast du Kinder unter 25? Nein, nicht mehr. Unter 25? Diesel, ja. Die Energiepreispauschale, die erhalten Ihre Frau und Sie, also jeder Teil- und Vollzeitbeschäftigte erhält diese Pauschale einmal in brutto. Ich finde zum Beispiel das 9-Euro-Ticket entlastet alle. Wir brauchen das im Grunde gar nicht. Insofern fände ich eine Steuerung, die sozusagen die Geringverdienenden entlastet, wesentlich sinnvoller. Sie können die Haushalte nicht alle gegen irgendwelche Krisen absichern. Was sie machen sollten oder was eine Politik oder eine Gesellschaft machen sollte, sind die es wirklich nicht mehr finanzieren können. Ja, die müssen sie subventionieren, die müssen sie resilient gegen Krisen machen. Aber die anderen muss man eben mit Krisen leben. Erhältst du Wohngeld? Nein. Fährst du ein PKW? Nein, ich fahre Fahrrad. So, dann schauen wir mal. Also es gibt auf jeden Fall schon mal eine Energiepreispauschale von 300 Euro brutto und die kommt im September. Sie dient dazu, um die hohen Preise, die vor allem im Winter kommen werden, für Gas und Heizung, um die einfach abzufedern. Das finde ich nice, vor allem wenn die Energiepreise jetzt steigen. Das finde ich gut, bin ich großer Fan von. Wenn auch du wissen möchtest, welche Entlastungen du konkret bekommen wirst, dann findest du den Link zu unserem Entlastungsrechner in der Videobeschreibung. Hilf uns gerne, den Entlastungsrechner bekannter zu machen, indem du das Video teilst und uns einen Daumen nach oben gibst. Vielen Dank.